Runterbremsen, bremsen, bremsen, bremsen. Alltagsszenen eines Fahrlehrers. Weiter, 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 weiter. Genau, stopp, stopp. Doch noch haben Maria Lupino und Yavuz Özer ihr berufliches Ziel nicht erreicht. Anfang des Jahres haben sie ihre Fahrlehrerausbildung am Münchner Verkehrsinstitut begonnen. Heute erwartet sie eine neue Aufgabe. Wir dürfen heute mal Fahrlehrer spielen und dementsprechend ja, gespannt sind, wie der Tag heute verläuft. Also ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Man erklärt ja nie sowas. Man hat selber den Ablauf automatisch drin. Und das in Worte wiedergeben, dass es auch jemand, der es noch nicht kann, versteht, ist eine Herausforderung. Harald Bayer ist ihr Ausbildungsleiter. Er wird heute in die Rolle des Fahrschülers Theo schlüpfen. Als Anfänger wird er dann nur das am Steuer machen, was die beiden ihm erklären und anweisen werden. Sie wissen ja ungefähr, was wir so vorhaben. Sie werden ja beginnen mit einer Parkübung. Sind auch schon ein bisschen vorbereitet. Und können Sie mal gespannt sein, wie Ihr Fahrschüler so sein wird. Die Theorie sitzt, aber die Praxis? Besonders die Leute, die sehr gut Auto fahren, haben manchmal Schwierigkeiten, das sich noch vorzustellen, welche Schwierigkeiten ein Anfänger haben könnte. Und die Verbalisierung, ich sage mal so, vom Handwerker zum Sprachwerker. Maria Lupino beginnt. Die Weilheimerin hat ihre Einparkübung vorbereitet. Ihr Ausbilder legt Wert auf Präzision. Circa mit Schrittgeschwindigkeit. Mhm. Wichtig ist, Blinker rechts, Spiegelbeobachtung. Was heißt das? Der ist Innenspiegel, da. Außenspiegel als erstes. Ich meine, der Spiegel ist doch noch da, warum soll ich den beobachten? Im Spiegel beobachten, ob Fahrradfahrer oder anderer Verkehr ist. Ah, drum. Aha. Genau. Die zukünftige Fahrlehrerin hat sich eine für einen Neuling kleine Parklücke ausgesucht. Jetzt wird's eng. Oh Mist. Dann fahren wir noch mal nach vorne, noch mal korrigieren. Wir haben ja Korrekturzüge. Und dann früher und ganz schnell einschlagen. Okay. Also nicht so langsam, weil das Auto fährt ja dann noch weiter rückwärts. Und dann kommen wir nicht mehr rum. Also was war mein Fehler? Zu spät eingeschlagen. Ah, okay. Genau. Zu spät, früher, ganz schnell. Diese zeitlichen Angaben sind subjektiv. Besser wäre, konkrete Orientierung geben. Genau, dann ein Stück nach vorne, weiter, 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 weiter. Genau, stopp. Jetzt wieder den Rückwärtsgang einlegen und komplett nach rechts einlenken. Genau. So. Genau, und wenn man parallel steht, stopp. Und jetzt einfach rückwärts fahren, gerade. Aber das Lenkrad ist noch nicht gerade. Nach 3 Minuten ist es geschafft. Das war das erste Mal und dafür finde ich, haben Sie das sehr gut gemacht. Bei manchen Begrifflichkeiten oder bei manchen Formulierungen muss man eben aufpassen, dass die präzise sind. Ich finde es ganz in Ordnung. Ich muss halt, ich glaube, das kommt mit der Zeit, wenn man es öfter mal erklärt hat, ach, so erkläre ich das jetzt. Es kommt auch immer auf den Fahrschüler drauf an, glaube ich, wie der die Erklärung braucht. Maria Lupino ist eigentlich medizinische Fachangestellte. Genauso wie Yavuz Özer hat sie jetzt ihren Traumberuf gefunden. Ich habe schon mal in der Fahrschule gearbeitet, im Büro, 3 Jahre lang. Habe auch in der Fahrschule meine ganzen Führerscheine gemacht. Und ach, das war eigentlich immer, ich habe mich schon auf den nächsten Führerschein gefreut. Und ich dachte, das macht so Spaß, was Neues zu lernen. Und das ist auch so ein Schritt in die Selbstständigkeit. Und dann hat mich mein Chef irgendwann mal angesprochen, er könnte sich das bei mir gut vorstellen und wie es denn ausschaut. Dass man eben mit so vielen Menschen wie möglich zu tun hat. Also man hat mit vielen Altersgruppen, man hat mit vielen sozialen Schichten von untersten bis zu obersten mit allem zu tun. Und ich denke mal, die Abwechslung macht es auch irgendwann. Der Neu-Ulmer Yavuz Özer hat seinen Alltag als Bürokaufmann gerne hinter sich gelassen. Doch jetzt muss sich der angehende Verkehrspädagoge auf gefährlichem Terrain beweisen, der Autobahn. Vorab erklärt er seinem Schüler Theo, worauf er bei der Auffahrt achten sollte. Und da werden wir jetzt, wenn ich jetzt an die bevorstehende Aufgabe denke, dass wir direkt auf die Autobahn auch fahren werden und gewisse Anweisungen gemacht werden müssen, steigt jetzt doch schon die Nervosität so langsam wieder. Ich konzentriere mich, muss mich auf das Fehlerspielen konzentrieren. Das ist gar nicht so einfach. Zumal ich kann ja nicht gegen die Regeln fahren. Ja? Also das muss im Rahmen bleiben. Und aber ich werde schon ihn ein bisschen so an seine Grenzen bringen. Und noch vor der eigentlichen Aufgabe macht der Schüler einen wirklich großen Fehler.
Er ordnet sich links ein. Im Gegenverkehr. Bin ich da so richtig? Ich würde behaupten, ja. Aber weil da die Pfeile sind. Ich habe mich jetzt zuerst hier an der Insel orientiert, aber offensichtlich bin ich jetzt falsch, oder? Falsch bist du nicht, weil wenn wir hier Rechtsfahrzeuge haben, die geradeaus fahren wollen. Wo fährt der hin, der hier geradeaus fährt? Weil er den Fehler gar nicht bemerkt, wäre Yavuz Özer bei einer praktischen Lehrprobe jetzt schon durchgefallen. Das ist mir natürlich nicht aufgefallen, richtig. Also das okay. Schauen wir uns dann nochmal an. Aber jetzt auf die Autobahn. Jetzt auf die Autobahn. Hier nochmal rechts überprüfen, ob jemand kommt. Durchatmen. Der Schüler soll jetzt zügig auf 80 beschleunigen, sonst wird's beim Einfädeln gefährlich. Gerade das fällt vielen Fahrschülern schwer, auch Theo. Jetzt schon mal beschleunigen, sobald wir in die Gerade kommen. Ganz ruhig Gas geben, gib Gas. Weiter, 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 weiter. Weiter, mehr Gas. Genau, jetzt in den vierten Gang schalten schon mal. Blinker hast du nicht gesetzt. Ich merke schon, Theo macht es mir heute schwierig. Was? Bin drauf. Die Anweisung, Gas geben, ist zu unkonkret. In den vierten Gang schalten, auf 80 km/h beschleunigen, sind dagegen objektive Orientierungshilfen für den Schüler. Am Ende ist es doch noch gut gegangen. Ja, ich würde sagen, der Schwierigkeitsgrad, der war nicht zu leicht. Und wenn man gleich zu Beginn einen Fehler macht, dann ist man natürlich als angehender Fahrlehrer gleich mal ein bisschen angenockt. So langsam komme ich wieder runter. Ich betrachte es einigermaßen nüchtern jetzt, was da eigentlich so alles passiert. Es ist ja eigentlich fast wie in einem Traum, so in einem Delirium. Die Rollenspiele sind eine unverzichtbare Vorbereitung auf die Praxis. Harald Bayer zeigt noch mal die Fehler in einer Nachbesprechung auf. Die Videoanalyse hilft den angehenden Fahrlehrern bei der Selbstreflexion. Mir fallen meine Fehler auf in erster Linie, an denen ich definitiv arbeiten muss und werde. Das ist auch wichtig, dass man sich selber mal beobachtet oder vielleicht jemanden mitnimmt, der sagt, du, pass auf, das fehlt. Also auch wenn man schon ausgelernt dann ist, das immer wieder macht, dass man sich auch verbessern kann. Ja, dass die sich ihre Freude am Lernen beibehalten, da bin ich sehr zuversichtlich. Und mir wäre insgesamt auch noch wichtig, dass man das eigentliche Ziel von Fahrschule, Fahrausbildung, Prüfung nicht außer Acht lässt. Nämlich, es geht ja um Verkehrssicherheit im Straßenverkehr. Das ist unsere Profession. Wenn alles gut geht, werden die beiden im kommenden Sommer als Fahrlehrer unterwegs sein. Feste Stellen haben sie schon in Aussicht.